Hallo, hier ist der Jens von den Klagetaten. Und heute habe ich euch einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Wir haben ihn eingeladen, weil auf dem letzten Treffen der Anwälte für Aufklärung hatten wir am Sonntagmorgen normalerweise nicht der Zeitpunkt, wo man die höchste Aufmerksamkeit hat, nach zwei Abenden schon, einen vortragenden Gast. Und obwohl es Sonntagmorgen gewesen ist, waren wir alle wie elektrisiert. Und weil das Thema sehr, sehr wichtig ist und im Grunde genommen jeden betrifft, haben wir diesen Gast heute zu uns eingeladen. Worum geht es? Es geht primär um Patientendaten und die Sicherheit der Patientenakte. Und unser heutiger Gast, er ist Experte für IT-Sicherheit. Wird uns dazu etwas erklären können, wie sicher oder wie unsicher unsere Patientendaten sind. Und jetzt darf ich sehr, sehr herzlich begrüßen unseren Experten für IT-Sicherheit, den Jens Ernst. Hallo Jens. Oh. Hallo Jens, ich grüße dich und vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, mir und auch unseren Zuschauern zu erklären, wie sicher oder unsicher die Patientendaten sind und was wir tun können als Patienten, aber auch was die Ärzte tun können. Jetzt gebe ich mal das Wort an dich weiter und würde dich bitten, kurz einzuführen, wo das Problem ist und später kommen wir dann auf die Lösungen. Ja, das Problem liegt daran, dass der Staat der Meinung ist, er müsste alle unsere Daten besitzen und das auch eiskalt durchzieht. Er hat Ärzte verpflichtet, einen Konnektor anzuschaffen. Dieser ist dauerhaft mit dem Internet verbunden und über diesen Konnektor sollen auch die elektronischen Patientenakten gefüttert werden mit entsprechenden Daten über uns Patienten. Es soll eine einheitliche Datenbank geben, in der alle 73 Millionen Patientendaten der gesetzlich versicherten Daten in einer Akte drin gespeichert sind oder in einer Datenbank. Und diese Datenbank weist erhebliche Problematiken auf, die auch der Bundesregierung bekannt sind, die auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, der Herr Kelber, selbst bemängelt. Und es geht einmal los bei der kompletten Zertifizierung, die bereits grobe Fehler aufweist. Es geht weiter bei dem Aufbau der gesamten Telematikinfrastruktur, wo nicht nur, ja, die gesamte Zertifizierung nicht eingehalten wurde, sondern wo alle Arztpraxen flächendeckend falsch angeschlossen wurden. Und es geht weiter, dass jetzt die Bundesregierung, die neue Bundesregierung beschlossen hat, aus dem sogenannten Opt-in-Verfahren, das heißt, ich muss selbst als Patient tätig werden und sagen, ich möchte eine Akte haben, ein Opt-out-Verfahren geworden ist. Das heißt, ich muss jetzt als Patient tätig werden und sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten in der Akte landen. Das passiert alles klammheimlich irgendwo im Hintergrund. Ich habe es zumindest auf offiziellen Kanälen nirgends gefunden. Man muss halt wirklich die Gesetzgebung immer mitverfolgen, um sowas herauszufinden. Und ja, das sind halt viele, viele Probleme, die da entstanden sind und die eigentlich der Öffentlichkeit komplett vorenthalten werden. Und wir haben, als die Telematikinfrastruktur eingeführt wurde, bei ein paar Arztpraxen, die wir betreuen, uns das Chaos angeschaut, wie dort angeschlossen wurde, haben so grobe Mängel festgestellt, dass sie gesagt haben, das kann so nicht richtig sein. Und haben dann erstmal alle informiert, die Gematik, das Bundesministerium für Gesundheit, den Bundesdatenschutz, den Landesdatenschutz, alle Behörden, die mit dem Aufbau sozusagen beschäftigt sind. Und es hat natürlich keinen interessiert. Wir haben keinerlei Antworten bekommen. Wir wurden komplett ignoriert. Und wir haben dann bei dem Landesdatenschutzbeauftragten Nordrhein-Westfalen tatsächlich auch jemanden gefunden, der gesagt hat, ich bin zwar nicht wirklich zuständig, weil das ist eine Bundessache.
Aber ich gucke mir das mit an. Und der hat dann persönlich zusammen mit einem Abgeordneten sozusagen des Bundesdatenschutzbeauftragten sich hier vor Ort mit uns zusammen Arztpraxen angeschaut. Arztpraxen, die wir betreuen und auch Arztpraxen, die wir nicht betreuen. Wir haben uns vorher eine Straffreiheit für die Ärzte organisiert, damit die nicht bestraft werden können. Und wir haben uns die Praxen angeschaut. Und der O-Ton des Landesdatenschutzbeauftragten Nordrhein-Westfalen war gewesen, wenn man es hätte schlechter machen wollen, wäre es einem nicht gelungen. Ich muss jetzt zwar lachen, aber das ist eigentlich nicht das, was wir hören wollen als Patienten. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal ganz pragmatisch einhaken, damit wir den Zuschauer abholen. Ich war jetzt schon lange nicht mehr beim Arzt, aber ich weiß es ganz früher noch, hat der Arzt so eine Karte rausgezogen und da immer wieder mal handschriftlich reinvermerkt. Dann habe ich natürlich auch noch mitgekriegt, dass er irgendwann nicht mehr die Papierakte rausgezogen hat, sondern dann, wenn ich da vor seinem Tisch gesessen bin, irgendwann mal angefangen hat, was in seinen Computer zu schreiben. In dem Augenblick ist es ja noch bei ihm auf dem Computer und wenn der Computer nicht im Internet hängt, ist es grundsätzlich auch keine Gefahr. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass die meisten Praxen ein Netzwerk haben, das durchaus im Internet hängt. Damit sind die Patientendaten schon mal etwas gefährdet gegen Einbrüche. Aber was du beschreibst, ist ja noch ein Schritt weiter. Sprich, die Patientendaten, die eigentlich nur auf dem Computer des Arztes liegen sollten, die sollen jetzt, und soweit ich verstanden habe, automatisiert in eine zentrale Datenbank überspielt werden. Und da der Connector, der diese Verbindung schafft, den du gerade beschrieben hast, bei dem, glaube ich, sind große Sicherheitslücken, wenn ich den Vortrag von dir noch richtig im Kopf habe. Also es geht erstmal damit los, dass der Connector derzeit als einziges die sogenannte versicherten Stammdatenmanagement durchführt. Das heißt also, diese Karte, die man hat, die wird in das Kartenlesegerät gesteckt und dort wird ein Abgleich durchgeführt mit den Patientendaten, die bei der Krankenkasse gespeichert sind. Und die Krankenkasse kann so praktisch auch Adressänderungen und so weiter, die passierten. Wenn man die Karte reinsteckt, fragt der Arzt, stimmt die Adresse noch, stimmt der Name noch, stimmt die Telefonnummer. Diese Daten können halt sozusagen mit der zentralen Datenbank abgeglichen werden. Und ursprünglich war es auch so, dass die Karte selbst über das Zertifikat, was auf der Karte drauf ist, geprüft werden konnte, ob sie echt ist. Das Prüfen der Echtheit der Karte ist alles abgeschaltet worden, weil man bei den Kartenlesegeräten nur 8 Speicherplätze hat. Und wir haben aber nicht nur 8 Krankenkassen. Und wenn die 8 Speicherplätze voll waren und es kam ein Patient mit der 9. Krankenkasse, musste das gesamte System neu gestartet werden, weil man den Speicherplatz für die Karte nicht mehr freikriegen konnte. Das hat dazu geführt, dass man das Einzige, was wirklich sinnvoll an diesem versicherten Stammdatenmanagement da gewesen wäre, abgeschaltet hat, sodass jetzt eigentlich nicht mehr sehr viel übrig bleibt. Bei dem, was jetzt an Daten ausgetauscht wird, wird immer noch gesagt, ja, es handelt sich ja nur um Stammdaten. Das ist auch nur eine Halbwahrheit. Es sind zwar grundlegend erstmal die Stammdaten drin, aber jeder Mensch, der in einem DMP-Programm teilnimmt, der so Krebs, Brustkrebs, irgendwelche koronare Erkrankungen, irgendwelche anderen Dinge hat, da werden auch diese Informationen mit übertragen. Der nächste Schritt ist jetzt das Notfalldatenmanagement. Das heißt also, Menschen, die auf bestimmte Stoffe allergisch reagieren und so weiter, bekommen auf die Karte entsprechendes Notfalldatenmanagement gespeichert, sodass also theoretisch ein Notarzt über diese Karte einlesen erfahren könnte, dass man auf einen bestimmten Stoff allergisch reagiert und dass dieser Stoff halt nicht gegeben wird. Das klingt immer alles ganz toll. Es funktioniert nur alles überhaupt gar nicht. Erstens sind wir in Deutschland unterwegs. Und jeder, der in Deutschland unterwegs ist, der weiß, wie gut das Internet ausgebaut ist auf der Straße draußen.
der Notarzt, der müsste jetzt erstmal dahergehen, müsste jetzt erstmal die Karte suchen, müsste dann die Karte reinstecken, müsste dann erstmal die Daten sich runterladen, online über den Krankenwagen. Inzwischen ist der Patient schon längst draußen verstorben, weil wir haben gar kein flächendeckendes Internet da draußen. Der nächste Punkt ist, wenn man sich wirklich mit Notärzten unterhält, die sagen, wenn da einer liegt, bis wir ankommen, liegt der schon eine ganze Weile. Dann ist für uns die oberste Prämisse, wir müssen den irgendwie lebend ins Krankenhaus kriegen. Ob der auf den Stoff, den ich ihm gebe, allergisch reagiert, ist denen erstmal völlig egal, weil darum muss ich das Krankenhaus kümmern. Er ist dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass der Patient lebend ins Krankenhaus kommt. Und dazu hat er drei verschiedene Mittel zur Verfügung und er kann auswählen, ich gebe das, das oder das. Für den Patienten ist das aber anders. Die Daten, die auf dieser Karte drauf sind und die mit übertragen werden und leider nicht hochverschlüsselt und sicher übertragen werden, das haben wir bewiesen, sagen viel, viel mehr über den Menschen aus, als man in erster Linie sehen kann. Wir haben da so ein Beispiel, Pilocarpin ist ein Augentropfen, ein Medikament. Wer darauf allergisch reagiert, der hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er später an einer schweren Erkrankung leiden wird. Und wenn in dem Notfallstammmanagement oder im Notfallmanagement-Daten genau diese Daten mit übertragen werden, ein Arbeitgeber, eine Bank, eine Versicherung, wie auch immer, an diese Daten herankommt, dann kommt es dazu, dass man irgendwann keine Versicherung mehr abschließen kann, kein Darlehen bekommt. Das Ganze ist auch eine erbliche Krankheit. Das heißt also, die Nachkommen eines Menschen, der darunter leidet, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er auch an dieser Krankheit erkranken könnte. Und das reicht aber auch für Versicherungen oder für Banken aus, zu sagen, der kriegt von uns kein Darlehen, weil die Wahrscheinlichkeit besteht ganz einfach, dass er erkranken könnte und damit sein Darlehen nicht mehr zurückzahlen könnte und so weiter. Und wir sind ja heute im Zuge der Vertragsfreiheit da. Das heißt also, eine Bank, eine Versicherung und so weiter wird nie sagen, ich gebe dir keine Versicherung, weil du das und das hast, sondern bekommt eine Ablehnung. Die Versicherung sagt ganz einfach, nö, wir wollen dich nicht versichern. Die Bank sagt, du kriegst von uns kein Darlehen. Einen Grund werde ich nie erfahren. Und wenn wir das, was wir jetzt gerade vorantreiben, diese Digitalisierung des Gesundheitswesens, mit dem Speichern in eine zentrale Datenbank weiter so betreiben, dann bin ich mir sicher, dass es Menschen geben wird, die heute noch nicht geboren sind, bei denen aber schon, bevor sie geboren werden, feststeht, dass sie keine Versicherung bekommen werden, keine Lebensversicherung, keine Berufsunfähigkeitsversicherung, dass sie kein Darlehen kriegen werden und so weiter. Und damit berauben wir diese Menschen ihrer freien Entfaltung. Und das ist etwas, was wir nicht zulassen dürfen. Das hört sich furchtbar an. Gibt es denn schon konkrete Verdachtsfälle, dass solche Daten illegal abgestaubt worden sind, weitergegeben worden sind? Ist es momentan eine Befürchtung? Und was können Arzt und Patienten tun, um sich da zu schützen? Also es ist nicht nur irgendeine Befürchtung, sondern wir haben ständig Übergriffe auf Arztpraxen, massiv. Es gibt Ärzte, die offen damit umgehen, die das auch, ich sage jetzt mal, öffentlich machen, auch in Nachrichten, Ärzte-Nachrichtendienst und so weiter. Viele, viele Ärzte vertuschen die Sachen, weil die Strafen und die Konsequenzen enorm sind für die Ärzte. Es gibt ein paar wenige Fälle, die bereits auch gerichtlich schon abgeurteilt wurden, die bekannt geworden sind. Da wird für so eine Arztpraxis mal ganz schnell 1 Million fällig, ohne dass jetzt die einzelnen Gerichtsprozesse der Patienten mit berücksichtigt sind. Das sind nur Strafen wegen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, für Strafen wegen § 203 Strafgesetzbuch, Strafen, die von der Bundesärztekammer ausgesprochen werden, dass die Arztpraxis eine Sperre bekommt, dürfen 3 Monate nicht praktizieren sozusagen bei vollen Bezügen aller Angestellten und so weiter. Weiterhin muss ja jeder Arzt, der so einen Datenbruch meldet, auch jeden Patienten, der in der Akte drinsteht, jeden informieren schriftlich, dass es diesen Datenbruch gegeben hat. Und
Ja, wenn man so eine große Arztpraxis mal sieht, da gehen mal ganz schnell allein an Portokosten mal schnell 100.000 Euro den Bach runter und hat man noch nicht einmal die Briefumschläge oder die Arbeit, die dazugehört, mit dabei. Das sind aber alles so Sachen, wo ich sage, damit müssen die Ärzte fertig werden. Was ich viel schlimmer finde und was mir halt viel mehr am Herzen liegt, das sind die Patientendaten, weil die Patienten, die können nichts dagegen tun. Die haben keine Chance, da irgendwas gegen tun. Der Arzt, der hat die Möglichkeit zu sagen, ich schließe mich nicht an. Der hat die Möglichkeit zu sagen, ich mache mir das Ganze sicher. Der Patient hat die Möglichkeiten nicht. Der Patient kommt in die Praxis herein, er bekommt einen Zettel vorgelegt, auf dem Zettel steht drauf, ich befreie den Arzt von der Datenschutzgeschichte und dies und jenes, er darf die Daten übermitteln. Wenn ich den Zettel nicht unterschreibe, behandelt er mich nicht. Und das führt eigentlich so dieses gesamte, diese Datenschutzgrundverordnung, ich bin der Herr über meine Daten, ad absurdum, weil bin ich wirklich der Herr über meine Daten, wenn ich nicht mehr behandelt werde, wenn ich das nicht unterschreibe? Das ist die Frage. Ich vertraue dem Arzt Daten an, die in ganz vielen Fällen tatsächlich noch nicht einmal die Ehepartner wissen. Ja, also wenn man sich mal mit Psychologen unterhält und so weiter, dann erfährt man ganz häufig, dass die über Dinge Kenntnis erlangen, die noch nicht einmal die Ehepartner wissen. Im Gegenzug gebe ich sie dann einem Arzt und der lädt sie in eine zentrale Datenbank, von der behauptet wird, sie sei sicher. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich bezweifle, und ich bezweifle das nicht nur einfach so, sondern ich bin mir sicher, es gibt keinen Ort, in dem ich die Patientendaten von 73 Millionen Menschen sicher verwahren kann. Weil das Potenzial, was da dahinter steckt, an finanziellem Potenzial, ist so enorm, dass es immer darauf entsprechende Hackerangriffe geben wird. Und die werden erfolgreich sein. Die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern die Frage ist nur, wann. Und wir hatten bereits vor drei Monaten, es war im Dezember, glaube ich, hatten wir bereits diese Sicherheitslücke Log4j, wo tatsächlich auch die gesamte EPA und alles abgeschaltet werden musste, weil eine Sicherheitslücke die Möglichkeit hatte, dass man direkt wieder Zugriff oder Durchgriff bis auf das Allerheiligste im Inneren hatte. Und das zeigt ganz einfach, die gesamte EPA, die gesamte Struktur, auch das, was in den Konnektoren drin ist, ist alles zusammengebastelt aus verschiedenen Open Source und was auch immer, taucht irgendwo eine Sicherheitslücke auf, dann ist sofort die Sicherheit dahin und es können Daten abfließen. Jetzt muss ich ganz kurz für unsere Zuhörer erläutern. Du hast den Begriff EPA verwendet, den haben wir vorher noch nicht erläutert. EPA ist die elektronische Patientenakte. Und die war ja mal sicher, solange der Computer nicht am Internet hängt. So wie er am Internet hängt, ist sie nicht mehr sicher. Und wenn sie jetzt zentral hochgeladen wird, erst recht nicht mehr sicher. Und von diesem letzten Prozess reden wir, dass halt unsere elektronischen Patientendaten aus der Patientenakte hochgeladen werden und dann im zentralen Server verwaltet werden. Und dieser zentrale Server ganz sicherlich permanent Hackerangriffen ausgesetzt ist. Und keine IT-Sicherheitsstruktur ist so gut, dass sie dauerhaft Hackern standhalten würde. Wenn wir einfach mal in andere Länder schauen, ne? Schauen wir mal nach Norwegen, schauen wir nach den USA. Norwegen ist ein klasse Beispiel auch. Dort ist nahezu von 2/3 aller Menschen die elektronische Patientenakte öffentlich geworden. USA sieht das ähnlich aus. Wenn wir in Länder reinschauen, wo es wirklich zentralisierte Akten gibt, dann ist das eigentlich fast überall so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir anschaue, was in Deutschland gemacht wird, wie dilettantisch umgegangen wird mit den ganzen Dingen, wie das, was zertifiziert wird, umgesetzt wird, nämlich überhaupt gar nicht, sondern es wird was ganz anderes getan. Das schafft bei mir überhaupt gar kein Vertrauen. Und nehmen wir einfach nur das Beispiel, was ich auch im ZDF mit der Julia Lösch gezeigt habe, wo gesagt wird, dass die Daten, die in die Telematikinfrastruktur gehen, hochverschlüsselt seien und nicht lesbar seien. Ich habe diese Daten abgefangen und habe sie in, sag mal, 30 Minuten in Echtdaten umgewandelt. Und ich bin kein Hacker oder sonst was, der sich ausschließlich damit befasst.
Da gibt es wirklich Leute, die mir da weit, weit voraus sind. Und wenn ich das in 30 Minuten schaffe, schaffen die das wahrscheinlich in 5 Minuten. Das war nicht verschlüsselt, das war nur kodiert, Base64 kodiert. Das Ganze wieder in echt Daten umzuwandeln, ist ein einziger String, den man eingibt und schon hat man alle Daten in echt. Und solche Dinge, die man dann durch Zufall oder durch herausfindet, die schafft man halt kein Vertrauen. Es wird einem immer gesagt, es sei alles so 100% sicher und dann stellt man fest, das ist überhaupt nicht der Fall. Und was ich auch noch erwähnen möchte, der Herr über die Telematikinfrastruktur, der Herr über all unsere Daten wird Avato sein. Avato, ein Konzern, der sehr viel Geld damit verdient, Menschen zu bewerten, Menschen zu klassifizieren, Auskünfte über Personen zu geben, sowas wie das die Kreditreform und so weiter auch tut. Die administrieren den gesamten Bereich der Telematikinfrastruktur im Hintergrund. Das wird man jetzt den Bock zum Gärtner machen, wenn die davon leben, Daten aufzubearbeiten und zu verkaufen, ähnlich wie das Kreditreform und andere Auskunftsteilen tun. Dann passt, ich glaube, der Begriff perfekt, den Bock zum Gärtner gemacht, dass da Begehrlichkeiten entstehen, liegt natürlich auf der Hand. Und wenn ich mir recht entsinne, hat unser früher Gesundheitsminister Spahn ja ohnehin schon mal diese ganzen Daten anonymisiert an die Pharmaindustrie. Oder wollte sie zumindest an die Pharmaindustrie weitergeben. Ich weiß nicht genau, ob das hatte. Ja, ja. Anonymisiert, wie groß ist die Möglichkeit, dort rückzurechnen auf den einzelnen Patienten? Es ist absolut lächerlich. Also anonymisieren ist, es ist eigentlich Quatsch. Wenn ich jetzt wirklich anonymisieren würde, dann müsste ich jedem irgendeine Nummer geben, die müsste zufällig sein, dürfte nicht rückrechenbar sein zu der entsprechenden Person. Das ist alles nicht der Fall. Die Anonymisierung beschränkt sich wirklich auf Weglassen von ein paar Daten sozusagen. Ich besitze aber die Anfangsbuchstaben von Name, Vorname, ich besitze die Adresse, ich besitze das Geburtsjahr. Dann anhand dieser Daten zurückzurechnen, welche Person damit gemeint ist, ist lächerlich einfach. Und der Gesetzgeber sagt, dass das aber zulässig sei, weil das Zurückrechnen sozusagen von den anonymisierten Daten in die Echtdaten, das sei halt nicht zulässig. Und wir alle wissen, dass die Industrie natürlich niemals etwas tun würde, was nicht zulässig ist. Das sind für mich alles keine Argumente. Ich sehe es wirklich vor dem Hintergrund, eine Regierung oder ein Gesetzgeber ist verpflichtet, die Bevölkerung nicht nur vor den derzeitigen Bedrohungen, sondern auch vor zukünftigen Bedrohungen zu schützen. Und wie sich die Welt entwickelt, wie sich die weiteren Regierungen entwickeln, was andere mit den Daten mal tun werden, die wir jetzt sammeln, das wissen wir alle nicht. Mal ein paar Beispiele. Wir haben heute noch Länder, wo zum Beispiel, nehmen wir mal an, Homosexualität absolut verboten ist und unter Todesstrafe steht. Gibt es eine EPA, in der genau das mitgeführt wird und es wird da drin geführt? Und ich reise in ein anderes Land, in dem das verboten ist, dann kann mich dieses andere Land verhaften und hinrichten, in vollem Einklang mit den geltenden Gesetzen. Das muss man sich immer klar machen. Zweites Beispiel, bleiben wir auch mal wieder bei den Homosexuellen. Wir hatten das in der Geschichte schon. Deutschland war in der Weimarer Republik das erste Land, was die Homosexuellen hat machen lassen, sage ich mal. Es war paragraphmäßig verboten per Gesetz, aber man hat nicht eingeschritten, man hat die beobachtet und man hat sogenannte Rosalisten geführt. Und denen wurde dann die Tätigkeiten, die Personen, die Adressen und so weiter eingetragen. Als Adolf Hitler an die Macht kam, ist er auch in die Hände dieser Rosalisten gekommen. Und er hat all diese Menschen deportiert, er hat sie ins KZ gesperrt. Er hat sie gedemütigt. Sie wussten nämlich nicht, wie die Juden den gelben Stern, sondern mussten eine rosa Armbinde tragen. Er hat sie in rosa Baracken gesperrt, um sie weiter zu demütigen. Er hat sie vergast und so weiter. Eine Regierung ist verpflichtet,
ihre Bevölkerung vor jeden zukünftigen Regierungen und so weiter zu schützen. Und eine IPA hilft uns dabei definitiv nicht. Der nächste Punkt. Selbst wenn ich jetzt mal annehmen würde, was ich nicht tue, dass die Daten so verschlüsselt seien, dass eine Avato nicht an die Daten rankommt. Ich halte die Avato für wesentlich intelligenter und besser ausgerüstet als die Bundesregierung. Definitiv. Die wissen, was sie tun, im Gegensatz zur Bundesregierung. Aber selbst wenn das so wäre, es gibt so viele Metadaten, die Rückschlüsse auf den Patienten zulassen. Nehmen wir einfache Beispiele. Habe ich eine Patientenakte, auf die jede Woche zweimal zugegriffen wird, dann weiß ich, okay, das ist ein Mensch, der potenziell sehr krank ist. Habe ich eine Akte, die 100 MB groß ist, gegenüber den anderen Akten, die nur ein paar Kilobyte groß sind, dann weiß ich aufgrund der Größe der Akte, okay, der Mensch scheint irgendwie krank zu sein. Das heißt, selbst solche Metadaten, die ja eigentlich noch gar keine echten Daten sind, lassen Rückschlüsse zu, die vielleicht auch nicht immer stimmen müssen. Darauf kommt es ja überhaupt nicht an. Es geht ja gar nicht darum, stimmt denn der Rückschluss? Das kommt aber darauf an, wie bewertet mich dann das entsprechende Unternehmen? Das heißt, ich kann auch meiner Zukunft beraubt werden, nur aufgrund dessen, dass jemand falsche Rückschlüsse aufgrund von Metadaten geschlossen hat. Das ist ja auch gang und gäbe. Ich glaube, dass wir nur Verlierer haben bei der Geschichte. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser IPA keinen Nutzen haben. Auch da ein paar Beispiele. Nehmen Sie sich mal einen multimorbiden alten Menschen, der zu einem Arzt geht. Der hat eine IPA von 5000 Seiten. Wer will die denn lesen? Fragen Sie mal einen Arzt, wie lange er Zeit bekommt, um einen Patienten zu behandeln. Fragen Sie mal, wie viele Patienten in einer Stunde da durchlaufen. Glauben Sie wirklich, dass ein Arzt das, was in der EPA drinsteht, in irgendeiner Form adäquat lesen, verarbeiten, verstehen, kann nicht funktionieren. Diese EPA ist vom Grundgedanken her ganz okay. Sie funktioniert aber nicht, weil wir ganz einfach überhaupt nicht das System haben. Der Arzt muss, und das ist auch verpflichtend für ihn, behandeln, und da steckt das Wort Hand mit drin. Er muss fragen, er muss eine Anamnese machen. Verträgst du das? Hast du da schon mal Erfahrung gemacht? Wie auch immer. Er kann nicht einfach eine Akte aufschlagen und sagen, jetzt lese ich mir die erstmal durch. Das funktioniert nicht. Wenn ich Daten zwischen zwei Ärzten austauschen will oder zwischen Krankenhaus und Arzt, wie auch immer, dann geht das Ganze auch dezentral. Und da gibt es auch genügend Länder, die sowas zeigen, wie sowas funktioniert, die auch wenig Datenbrüche und wenig Probleme im Gesundheitswesen haben. Schauen wir nach Frankreich, Kioskmodell, schauen wir nach Estland, Lettland und so weiter. Die Daten liegen dezentral bei den Ärzten, nicht zentral in einer einzigen Datenbank. Digitaler Austausch funktioniert dort seit Jahren hervorragend im Gegensatz zu dem, was wir heute hier haben. Die Daten sind dann nur kurze Zeit überhaupt im Transportweg sozusagen von einem Arzt zum anderen oder von der Klinik zum anderen Arzt. Sie müssen über die Karte, die der Patient selbst in der Hand hält und in das Lesegerät reinsteckt, freigeschaltet werden. Ansonsten sind sie so verschlüsselt, dass auch der empfangende Arzt sie nicht lesen kann. Und so kann man auch Daten austauschen, ohne Probleme. Es geht mir nicht darum, dass ich gegen die Digitalisierung bin. Um Gottes Willen, ich lebe davon, mein ganzes Leben lang schon. Aber die Digitalisierung muss den Menschen dienen und sie darf den Menschen nicht kaputt machen. Und die EPA dient uns nicht, aber sie hilft uns oder sie hilft dem Staat, den Menschen noch gläserner zu machen. Sie hilft der Industrie, den Versicherern, den Banken und so weiter, uns noch engmaschiger zu überwachen und einzuteilen in Kategorien. Und damit verletzt sie meiner Meinung nach Menschenrechte, denn ich beraube diese Menschen der freien Entfaltung. Das ist ein Grundrecht, das wir haben. Mal kurze Frage zum historischen Ablauf. Die Franzosen verwenden ja schon relativ lange ein dezentrales Digitalisierungsmodell.
Da hatten sie schon so eine Vorläufe von Internet in den 90er Jahren. Da waren wir Deutschland noch ganz weit hinten dran. Deswegen nehme ich einfach mal an, die Franzosen machen das, was sie tun, schon länger als die Deutschen mit ihrer EPA angekommen sind. Gab es denn seitens unserer Regierung oder der ausführenden Organe nicht eine Forschung, was machen andere europäische Länder, wie erfolgreich ist das? Haben die sich gar nicht informiert oder haben sich informiert und es trotzdem so gemacht, wie sie jetzt gemacht haben? Das würde dann fast schon von fahrlässig nahe an dem Vorsatz, das Preisgeben von Patientendaten sein. Inwieweit die sich überhaupt vorher mit sowas befasst haben, kann ich nicht sagen, weil das Ganze ist ja schon vor Urzeiten irgendwann mal auf den Weg gebracht worden. Ich glaube ganz einfach, dass dort Leute wieder Gesetze beschlossen haben, die von der Materie überhaupt gar keine Ahnung haben, ja? Wie eben das so ist in der Regierung. Die sitzen dann da, die werden dafür bezahlt, aber so wirklich Kenntnisse darüber haben sie nicht. Da wird einfach gesagt, wir machen das jetzt so und da wurde niemand gefragt. Schauen wir mal einfach mal in dem Thema zentrale Datenbank und Corona. Da war ja auch am Anfang das Gespräch darauf, dass man eine zentrale Datenbank haben wollte, um die Corona-App, die Daten zu speichern und so weiter. Und da ist das erste Mal wirklich eine Diskussion von IT-Experten aufgekommen. Und es war relativ schnell klar, dass eine zentralisierte Datenbank sicherheitstechnisch nicht machbar ist. Und man hat sich davon gelöst. Aber diese Diskussion ist, was die EPA betrifft, nie geführt worden öffentlich. Wir brauchen so eine Diskussion. Wir brauchen Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Wir brauchen Menschen, die davon Ahnung haben, die auch das Für und Wider abwägen können. Und das passiert einfach nicht. Es findet gar kein Diskurs mehr statt. Es ist irgendwas beschlossen worden von Leuten, die weder die Auswirkungen noch die Möglichkeiten sehen, die dahinter stehen. Und das wird einfach durchgezogen. Das auch mit Mitteln, die ich persönlich, ich sag's mal so, rechtswidrig finde, denn Ärzte werden, das wissen viele nicht, bestraft, wenn sie sich nicht an die Telematikinfrastruktur anschließen. Derzeit mit 2,5% ihres gesamten Umsatzes wird denen jedes Quartal abgezogen. Und für manche Arztpraxen, gerade so Radiologen oder sowas, wo wirklich auch teure Maschinen da sind, wo auch richtig Umsatz da ist, ist das auch wirklich richtig viel Geld. Ja, und das sorgt halt auch dafür, dass die Ärzte zum größten Teil mittlerweile tatsächlich angeschlossen sind an die Telematikinfrastruktur, aber halt auch alle falsch. Das ist ja auch ein Punkt, der ganz furchtbar ist. Es gab eine Zertifizierung der Hardware- und der Softwarekomponenten beim Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Und nach dieser Zertifizierung sollte jede Arztpraxis mit dem Konnektor seriell über den Secure Internet Service, den SIS, angeschlossen werden. Und die Gematik hat dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik gesagt, aus diesem Konnektor kommen nur noch gute Datenpakete raus. Die Realität ist aber so, dass nahezu keine einzige Arztpraxis seriell angeschlossen wurde. Es wurden alle parallel angeschlossen, das haben wir aufgedeckt. Mittlerweile gab es dann auch ein internes Schreiben der Gematik, was wir auch über die ARD veröffentlicht haben, wo ganz klar hervorging, die sprachen noch von 96% falsch angeschlossen. Ich sage, es sind mehr als 99% falsch angeschlossen, weil ich habe so viele Arztpraxen bundesweit mir mittlerweile angeschaut, dass ich das auch so sagen kann. Darf ich ganz kurz reinfinden, weil der Unterschied zwischen den beiden Anschlüssen nicht klar ist, serieller Anschluss und der andere? Der parallele Anschluss bedeutet, dass der Konnektor einfach parallel im Netzwerk zum Router angeschlossen wird. Und dazu vielleicht nochmal so ein bisschen geschichtlich das Ganze rückwärts. Bis vor 5, 6 Jahren war eine gute Arztpraxis nur eine Arztpraxis, die nicht am Internet angeschlossen ist. Das heißt, Ärzte haben sich noch nie in der Vergangenheit über IT-Sicherheit Gedanken machen müssen. Weder über Virenschutz noch über Firewall-Lösung noch irgendwas anderes. Die waren einfach nicht angeschlossen. Dann kam Mr. Spahn und hat gesagt, so, jetzt müssen alle Ärzte angeschlossen werden. Wenn man dann hätte es wirklich so gemacht, wie es das BSI zertifiziert hat, nämlich seriell, dann wäre der Konnektor sozusagen der Zugang zum Internet gewesen, nicht die Fritzbox.
Und wenn dann aus dem Connector tatsächlich nur Pakete rauskommen würden, die gut sind, also wo Virenschutz eingehalten wird, wo kein Trojaner mehr durch kann, wo keine Daten unkontrolliert abfließen können und so weiter, dann wäre das so auch BSI-zertifiziert auch eine Lösung gewesen, mit der man hätte eventuell leben können. Nicht mit der gesamten EPA, aber mit dem zentralen oder mit dem Anschluss einer Arztpraxis überhaupt erstmal an ein internetfähiges System, sage ich mal. Das ist aber nicht gemacht worden. Nahezu keine Arztpraxis hat den Secure Internet Service genutzt. Das ist schon mal der erste Punkt, weil alle parallel angeschlossen wurden und die Fritzbox oder eben der Router oder was auch immer einfach das Internet-Gateway darstellt. Der Secure Internet Service, wo die Gematik versprochen hat, dass dieser sicher sei, der tut gar nichts. Mittlerweile ist die Gematik dabei, auch an dem Secure Internet Service etwas zu verbessern, das heißt also bestimmte Ports zu sperren. Bis vor kurzem war es aber so, dass sie hätten jedes Kabel einfach so in die Fritzbox reinstecken können. Und es ist das Gleiche gewesen, wie wenn sie das Kabel aus dem SES herausholen. Wir haben also viele Versuche gemacht. Wir haben ohne Ende Viren, Trojaner, was auch immer, über den Konnektor in Arztpraxen, natürlich in Testsysteme, eingeschleust und haben es getestet. Der Konnektor hat nicht ein einziges Mal irgendwas oder auch der SES nicht ein einziges Mal die Praxis geschützt. Wir haben auch Inzidenzen bearbeitet, also Datenbrüche, wo Arztpraxen bereits mehrfach gehackt worden sind oder eben Daten verloren haben. Einmal über den falschen parallelen Anschluss und das zweite Mal dann über den SES, über den sogenannten Secure Internet Service. Und wir hätten gern vorher schon den SES mal getestet. Wir haben also, als der Bundesdatenschutzbeauftragte hier bei uns war, auch die offizielle Anfrage gestellt. Wir hätten gern auch im Hause des BSI einmal so einen Konnektor gehackt und auch mal den SES getestet und so weiter. Das wurde uns unter Strafandrohung verboten. So hatten wir erst die Möglichkeit, das zu testen, als wir einen Datenbruch sozusagen bearbeitet haben und dann nachweisen konnten, dass dieser Datenbruch über den SES, über diesen sogenannten Secure Internet Service passiert ist. Ja. Ganz schön bedrückend, was du uns da erzählst. Die Frage ist, dass die Situation ist nun mal, wie sie gerade ist, ob wir das irgendwann politisch ändern können. Es ist zweifelhaft. Was könnte denn jetzt, wir kommen nachher noch auf den Patienten, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass 99% unserer Ärzte das Beste für ihre Patienten wollen und auch ihre Daten maximal schützen wollen. Was kann denn nun ein Arzt tun, um seine Patientendaten besser zu schützen, sowohl auf seiner Seite in Hardware, Software, als auch vielleicht durch Einwirken auf den Patienten, indem man sagt, du, gib mir mal besser nicht die Genehmigung, dann kann ich deine Akte gar nicht hochladen. Also die Frage ist, was kann ich jetzt als Arzt, der ich das Beste für meine Patienten will, konkret tun? Und wie kann ich auch vermeiden, dass ich dann finanziell bestraft werde, wenn ich das so tue? Also wir haben im Prinzip ja mehrere Probleme, die jetzt auch aufgekommen sind durch diese Geschichte mit der Telematikinfrastruktur. Ich war gestern erst wieder bei einem Augenarzt, habe den angeschlossen mit Firewall und so weiter, der auch aus dem Kassensystem ausgestiegen ist. Wir haben gestern auch einen weiteren Arzt wieder verloren, der die Brocken hingehauen hat und gesagt hat, ich bin zwar noch gar nicht so alt und ich wollte noch 10 Jahre machen, aber ich mache das nicht mehr mit, den Verrat an den Patienten. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir deutschlandweit eine flächendeckende Versorgung der Patienten gar nicht mehr so zur Verfügung stellen können, wie wir das eigentlich brauchen. Das führt dazu, dass Bundesländer wie Hessen zum Beispiel jetzt, zumindest nach offiziellen Meldungen, die Bestrafung der Ärzte gar nicht mehr vornehmen, weil sie damit Ärzte, die bereits gekündigt haben, die ihren Kassensitz zurückgeben wollen, dazu bewegen wollen, doch noch ein bisschen länger zu machen. Das ist der eine Punkt. Also wir haben massiv deutschlandweit, also ich kenne mindestens 40 Ärzte, die entweder nur noch Privatpatienten behandeln oder
aufgehört haben. Wir haben massiv bundesweit Ärzte verloren, die wir eigentlich dringend für die Patientenversorgung brauchen. Das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Und wenn wir so weitermachen und die Ärzte weiter so gängeln, ja, dann wird uns bald nichts anderes mehr übrig bleiben, als halt wirklich in die Privatpraxis zu gehen und dort halt zusätzlich unseren Arzt zu bezahlen, weil wir keinen Kassenarzt mehr für irgendwelche Wehwehchen kriegen werden. Der nächste Punkt ist, ich kann jedem Arzt eigentlich wirklich nur dringend anraten, seinen Patienten zu sagen, bitte unterschreibe mir, dass ich keine EPA für dich hochlade. Hat für mich so mehrere Hintergründe. Zum einen aus ethischer Sicht, als Arzt sollte ich ja zumindest diesen Eid des Hippokrates, der heute tatsächlich gar nicht mehr von jedem Arzt geleistet wird, aber ich sollte ihn zumindest ernst nehmen, dass ich das, was mir ein Patient anvertraut, so heilig halte, wie der Pfarrer das Beichtgeheimnis und es niemandem verrate. Und bei niemandem schließe ich tatsächlich auch den Staat und die Industrie ein. Der nächste Punkt ist, wenn ich meinen Patienten gesagt habe, bitte unterschreibe mir, dass ich keine EPA für dich anlege, dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich eventuell bei einer angelegten EPA auf Seite 435 übersehen habe, dass er gegen irgendwas irgendwie allergisch reagiert und ich habe es ihm dann doch verschrieben oder wie auch immer, was auch strafrechtliche Konsequenzen sozusagen für den Arzt mit sich bringt. Denn jeder Richter wird sagen, Sie hatten ja hier die Akte, Sie hätten lesen können, da steht das ganz klar drin, Sie haben es trotzdem verordnet, schuldig. Für den Patienten kann ich nur sagen, jeder Patient, der seine Daten geheim wissen will, sollte unbedingt ein Formular, das soll, glaube ich, von den Klagepartnern auch kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt werden, runterladen und zu jedem Arzt gehen und sich unterschreiben lassen, dass er das Anlegen der Patientenakte oder das Hinaufladen seiner Patientendaten in die EPA untersagt. Das Recht hat er nach der Datenschutzgrundverordnung, darf der Patient sagen, ich möchte, dass meine Daten ausschließlich beim Arzt bleiben und nirgends anders hingeladen werden. Vielleicht auch dazu nochmal ein kleiner Nebenaspekt zur elektronischen Patientenakte. Herr Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, bemängelt selbst, dass die EPA nicht DSGVO-konform ist, das heißt gegen europäisches Recht verstößt. Das liegt einfach daran, weil die Krankenkassen nach eigenen Angaben nicht die Möglichkeit haben, Dokumente oder einzelne Berichte und so weiter für einzelne Ärzte entweder zu sperren oder freizugeben, sondern es gibt nur entweder, ich habe eine Akte und jeder kann sie sehen, oder ich habe keine Akte. Und jeder, der in irgendeiner Form mit der Pflege eines Menschen betraut ist, hat Zugriff auf diese Akte. Das bedeutet, auch der Fußpfleger kann das psychologische Gutachten lesen, kann den Abtreibungsbericht lesen, was auch immer. Will ich das wirklich, dass mein Fußpfleger meine Krankenakte komplett lesen kann? Der nächste Punkt, der auch gegen die EPA spricht, der sie ad absurdum führt, ist das Thema, jeder Patient hat das Recht, einzelne Teile dieser Patientenakte zu löschen. Ganz kurz zu dem letzten noch. Daher kommt auch ein bisschen provokant unser Untertitel. Kann bald der Bäcker meine Patientenakte lesen. Soweit ist es noch nicht, aber es ist, finde ich, auch sehr bedenklich, dass wenn der Fußpfleger meine Akte vom Psychologen lesen kann und dann erfährt, dass ich vielleicht einen Knacks oder ein paar andere Dachschäden oder Ähnliches habe, die ihn eigentlich nichts angehen, das ist auch schon bedenklich genug. Aber etwas provokanter war unser Spruch, kennt der Bäcker bald deine Krankenakte. Wobei, so provokant ist er eigentlich gar nicht, denn wir haben ja in der Vergangenheit tatsächlich mehrfach schon gehabt, dass durch Fehler in der Hardware die Patientenakten des Arztes tatsächlich von Google durchsucht wurden und in den Google-Suchergebnissen dargestellt wurden. Das heißt, ein Patient hat seinen eigenen Namen eingegeben und hat bei Google sich selbst gefunden. Und wenn er draufgeklickt hat, ist er in seiner Patientenakte des Arztes gelandet. Damals zum Beispiel durch die Sicherheitslücke, die aufgetan wurde bei der Freigabe des Ports 443
bei den Telekom IP Speedports von LMEC hergestellt. Das Update für diesen Fehler lag schon lange vor. Aber wie gesagt, kein Arzt hat sich jemals mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen müssen. Ja? Das heißt, die Updates wurden nie eingespielt. Die Router, die da unter den Tischen liegen, sind uralt. Und genauso alt ist die Hardware und die Firmware, die da drauf ist. Das heißt, diese Lücken, die sind einfach da. Und wenn ich jetzt einfach nur so eine Arztpraxis da nehme und ans Internet anstecke, und das haben wir auch mit dem Datenschutzbeauftragten uns angeschaut in den Arztpraxen. Wir haben dann gefragt, wie sieht es denn aus, wie ist denn euer Virenschutz? Da haben uns die Ärzte angeguckt, Virenschutz, was ist das? Wir wissen, was Viren sind, aber Virenschutz für den Computer haben wir nicht. Das sind natürlich so Dinge, die gehen überhaupt nicht. Ne? Also man hätte erstmal, bevor man eine Arztpraxis anschließt, hätte man die Grundvoraussetzungen erstmal schaffen müssen, technisch. Das heißt, Updates müssen eingespielt werden. Ein schlechter Update-Stand auf einem Rechner ist genauso schlimm wie ein fehlender Virenschutz. Weil wenn ich keine Updates da drauf habe, bleiben die Sicherheitslücken, die von Haus aus erstmal da sind. Und wir reden da von tausenden Sicherheitslücken, die auch einfach auszunutzen sind. Die bleiben offen. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass tatsächlich durch einen kleinen Hardwarefehler, der auch wiederum ständig irgendwo passiert, die Daten von Google auf dem Server des Arztes direkt durchsucht werden können und im Internet zur Verfügung gestellt werden können. Ja, das darf natürlich überhaupt nicht passieren, sowas. Aber es ist passiert. Patienten und Ärzte, Patienten, weil ihre privaten, höchstpersönlichen Daten im Internet zu finden sind und die Ärzte, weil sie nach der DSGVO für solche Durchbrüche haftbar sind. Sind die Daten denn heute noch auf Google zu finden oder konnte man Google bewegen, wenigstens diese hochvertraulichen Daten zu löschen? Das Problem ist, ich glaube, viele Leute machen sich das nicht wirklich in Gedanken klar. Das Internet vergisst nie. Wenn Sie heute eine Seite nehmen und löschen, dann kann ich die in 100 Jahren immer noch finden. Denn es gibt genügend Server, die von jeder Seite zu jedem Zeitpunkt irgendwelche Backups machen und diese auch liegen lassen. Das heißt, wenn Sie mich fragen, ob diese Daten bei Google gelöscht sind, ja, wenn ich heute den Namen eingebe, finde ich sie bei Google nicht mehr direkt. Aber wenn Sie mich fragen, sind die Daten aus dem Internet gelöscht? Nein, mit Sicherheit nicht. Die finde ich mit Sicherheit. Sie können aus dem Internet nicht wirklich etwas löschen. Was einmal im Internet ist, das ist da. Und es wird immer irgendwo gespeichert bleiben. Selbst wenn Sie es im Internet nicht direkt finden, es wird immer irgendwelche Server geben, wo es immer noch da ist. Das Internet findet es nie. Gut, das bringt uns also zur folgenden Schlussfolgerung. Wir befürchten nicht nur, dass unsere höchst privaten Daten preisgegeben werden, sondern sie sind teilweise schon preisgegeben worden in der Vergangenheit. Und da können wir Schlüsse auf die Zukunft machen, sprich, dass das wieder passieren wird und vielleicht noch in größerem Maß, weil die Begehrlichkeit bei der Industrie, bei der Pharmaindustrie auf unsere Daten, genauso wie bei Versicherungen und Banken, ja sehr, sehr groß ist. Und du hast gerade schon gesagt, Ärzte sollten einwirken auf ihre Patienten und sagen, bitte unterschreibe mir, dass ich es nicht hochladen soll. Das ist also so eine Art Opt-out-Lösung, denn per Default ist der Arzt jetzt angehalten, deine Daten hochzuladen, es sei denn, du widersprichst. Das heißt also, der Arzt sollte aktiv auf seine Patienten einwirken und sagen, bitte mach die Opt-out-Lösung, unterzeichne mir, dass du es nicht möchtest. Was kann denn der Patient noch mehr tun? Ja, wenn seine bisherigen Daten sind ja schon in der Cloud. Das ist nicht ganz so. Also wir haben zwar schon den Connector angebunden, aber derzeit, wie gesagt, läuft nur das versicherte Stammdatenmanagement. Zumindest ist das, was die offiziellen Stellen sagen. Was wirklich sich in der Cloud schon bereits befindet. Offiziell befinden sich nur die versicherten Stammdaten da. Es wird irgendwann der Startschuss kommen, an dem dann diese Daten automatisch in die Cloud geladen werden. Nach offiziellen Angaben ist dem aber noch nicht so. Jetzt bei dem letzten Vorschlag der Gesetzesänderung zum Thema allgemeine Impfpflicht war ja im Prinzip der Start dieser EPA mit drin enthalten, wenn man mal das Gesetz sich den Vorschlag genau angeschaut hat. Da hat man versucht, über diese Impfregistergeschichte diese EPA sozusagen pflichtmäßig sofort ins Leben zu rufen und zu befüllen. Das Ganze ist ja jetzt erstmal gescheitert.
Aber es kann jederzeit ganz einfach so beschlossen werden, ab einem Tag X werden einfach aus den Servern die entsprechenden Daten automatisiert hochgeladen und dann sind sie da. Das heißt, jetzt ist es eigentlich Zeit für die Patienten, sich das Formular runterzuladen und bei jedem Arzt, bei dem sie in Behandlung waren und sind, hinzugehen und zu sagen, ich möchte, dass du mir das unterschreibst, dass meine Daten nur in deiner Arztpraxis bleiben. Und was ganz wichtig ist, es gilt Urkundenpflicht. Das heißt, der Patient muss ein Original mit nach Hause mitnehmen. Denn wenn irgendwann mal rauskommt, dass seine Daten doch in der EPA gelandet sind, gegen seinen Willen, dann muss er nachweisen können, und zwar im Original. Es reicht nicht eine eingescannte Kopie. Er muss es im Original nachweisen können, dass er dem Arzt gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Akte hochgeladen wird. Okay, das war mir jetzt auch nicht bewusst, dass es tatsächlich das Original sein muss. Also die Urkundenpflicht ist DSGVO. Ja, das gilt auch bei den Ärzten. Ne? Auch die haben ja die Urkundenpflicht. Es reicht nicht, die Sachen einzuscannen und zu sagen, ich habe das ja irgendwo in der Akte drin liegen, sondern der Arzt ist auch verpflichtet, diese Vereinbarung im Original beizubehalten. Weil heute ist eine digitale Fälschung so schnell gemacht, ne? Und deswegen gilt halt wirklich die Urkundenpflicht, und Sie müssen das Original haben, weil leider im Original können Sie auch nach vielen Jahren immer noch nachweisen, wann ist das wirklich geschrieben worden. Also so eine Kuli trocknet nicht in kurzer Zeit aus und Sie können tatsächlich wirklich, wenn Sie sowas forensisch untersuchen, auch wirklich auf das Alter schließen, wann wurde das unterschrieben, passt das mit dem Datum, was oben drauf steht und so weiter. Das heißt also, das Einscannen alleine wird nicht helfen, weil wird der Arzt immer sagen, das hat er gefälscht, das war ich nicht, die Unterschrift hatte woanders her, ja. Und damit kommt er auch durch, ne? Weil es gilt, wie gesagt, Urkundenpflicht, das ist DSGVO. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon ein paar Tipps für unsere Zuseher, sei es, dass sie Ärzte sind, sei es, dass sie Patienten sind. Ärzte einwirken auf Patienten, beziehungsweise Patienten proaktiv auf den Arzt hinzugehen, sich das Muster schreiben, dass wir hier unten in die Webseite reintun werden und auch in den Stream herunterladen und damit zu jedem Arzt geben, sich mit Original unterzeichnen lassen. Ich will nicht, dass meine EPA angelegt wird oder dass meine Daten ins Netz hochgeladen werden. Die EPA wird immer angelegt, pflichtmäßig, das hat jetzt die neue Bundesregierung beschlossen, aber dass die Daten halt nicht gefüllt werden, ne? Dass die EPA halt leer bleibt. Das ist halt der Sinn und Zweck. Also der Arzt muss die dem muss die Erlaubnis entzogen werden, diese Daten in die EPA hochzuladen. Angelegt wird die EPA. Da werden wir uns nicht gegen wehren können. Okay, gut. Und dann auf jeden Fall dieses Schreiben irgendeinen sicheren Ort, eine Akte im Safe lagern, dass man sie auch in 10 Jahren noch, wenn irgendein Datenskandal passiert, griffbereit hat. Was kann man sonst noch tun als Patient oder als Arzt? Ja, es gibt tatsächlich auch immer noch TI-freie Praxen. Gibt es. Wir betreuen da auch einige. Und es gibt also auch so Internetseiten wie TI-frei, wo man wirklich schauen kann, welcher Arzt nimmt mein Patientengeheimnis ernst. Und wenn man die Wahlmöglichkeiten hat, es sind nicht mehr so viele Ärzte, aber wenn man in seinem Wohnort die Wahlmöglichkeit hat und man möchte seine Daten eben wirklich bei dem Arzt wissen, dann kann man auch zu solchen Ärzten wechseln, wenn das möglich ist. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, weil letztendlich ist es so, wenn wirklich Ärzte auch dafür belohnt werden, entsprechend, dass sie halt wirklich das Patientengeheimnis ernst nehmen, dann überlegen sich vielleicht auch andere Ärzte, was weniger schwer wiegt, die 2,5% Strafe oder eben, dass mir die Patienten weglaufen. Rein theoretisch haben wir Menschen eigentlich alles in der Hand. Wir müssen es nur richtig tun. Wir sind nur zu faul dazu, es richtig zu tun. Das ist das Problem. Ja, wenn keiner mehr zu einem Arzt hingehen würde, der eben an der TI angeschlossen ist, dann wäre die gesamte Telematik-Infrastruktur übermorgen Geschichte. Ja, und dass jetzt die EPA immer noch nicht da ist und dass auch das E-Rezept nicht funktioniert, dass die EAU, also die elektronische Krankschreibung nicht funktioniert und so weiter, das sind ja alles die Beweise dafür, wie dilettantisch da gearbeitet wird. Es funktioniert ja nichts wirklich so, wie es tun soll. Die Störungen in der Telematikinfrastruktur sind so enorm, das ist unglaublich. Die Ärzte haben einen Aufwand damit, das ist
unfassbar. Jetzt gibt es für die Kartenlesegeräte, für die Orgas, gibt es jetzt einen Aufsatz, der oben drauf gesetzt werden muss, damit diese Orgas überhaupt dauerhaft funktionieren, weil mit den neuen Patientenkarten, die kommen, diese NFC-Chips schon drin haben, werden diese Geräte ständig überladen und die Arztpraxen müssen alles neu starten. Diese Aufsätze, die da drauf gesetzt werden, erinnern mich wiederum an einen Skimmer zum Beispiel. Das heißt also, wo Bankautomaten die Daten von Karten stehlen und so weiter. Wie soll ein Arzt denn das jemals alles unterscheiden können? Das sind Ärzte, das sind keine IT-Fachleute. Es ist ein einziger Horror, das Ganze. Okay. Darf ich noch mal ganz kurz fragen? Ich bin sicher, die Frage hat sich auch bei einigen Zuschauern gestellt, bei mir auf jeden Fall. Was heißt genau TI-freie Praxen? Also wofür steht genau TI? Also TI steht... Wie können wir das herausfinden, welcher Arzt TI-frei ist und welcher nicht? Gibt es da zentrale Listen? Müssen wir unseren Arzt speziell fragen? Und der kennt da vielleicht auch das Wort TI-frei nicht, dass wir es ausdeutschen müssen. Wie können wir das pragmatisch lösen? Also es gibt, also TI steht erstmal für Telematik-Infrastruktur. Das ist also praktisch dieser Oberbegriff der Hardware- und Softwarekomponenten, die für die Speicherung und Übertragung der Daten in die Telematikinfrastruktur, also in diese EPA beziehungsweise halt in die Cloud verantwortlich sind. Und es gibt also mehrere Internetseiten, ich meine sogar tifrei.de müsste eine sein, müsste ich jetzt nochmal gucken, könnte ich aber auch nachliefern, wo man direkt auch wirklich nach Postleitzahl sortieren kann und suchen kann, wer ist wirklich TI-frei. Und dann muss man sich halt wirklich genau diese Ärzte aussuchen, die TI-frei sind, wenn es denn möglich ist. Man hat ja die Möglichkeit zu wählen. Also es ist natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwo in der ländlichen Gegend bin und da gibt es nur einen Arzt, da habe ich kaum Möglichkeiten zu sagen, nee, ich gehe nicht dahin, sondern ich fahre lieber 100 Kilometer. Aber gerade was die großen Ballungsgebiete betrifft, dort gibt es also eher Wahlmöglichkeiten. Man muss einfach nur davon Gebrauch machen. Wunderbar. Das wäre super, wenn du uns die Seite rausholen könntest, tifrei.de oder ähnliches. Das werden wir nämlich auch hier unten für den Zuschauer verlinken. Das ist hier heute jetzt eine Aufzeichnung, das heißt, wir werden die erst dann live stellen, wenn wir das Formular von dir entsprechend haben und auch diesen Link und die Webseite alles vorbereitet haben. Man sieht immer wieder, man muss selber ins Tun kommen, ist so ein geflügeltes Modewort geworden, ist aber nun mal so. Und wie du schon sagtest, wir haben die Wahl, wir können den Arzt aussuchen, meistens. Und selbst wenn wir nicht aussuchen können, können wir wenigstens darauf bestehen, dass für uns die elektronische Patientenakte, die EPA, leer bleibt. Genau. Gut. Damit sind wir, glaube ich, schon so fast am Ende von unserem Vortrag angekommen oder im Gespräch angekommen. Hättest du jetzt noch was, was du unbedingt unseren Zusehern mit auf den Weg geben möchtest oder hast du deinen ganzen Tipp schon rausgehauen? Also, ich denke, wichtig ist, dass wir im Kopf aktiv bleiben, uns nicht immer von anderen Leuten nur erzählen lassen, was alles richtig sein soll, sondern wirklich selbst nachdenken und nicht alles glauben, was man erzählt bekommt, auch nicht von staatlichen Stellen, immer alles hinterfragen und seine eigenen Rechte in die Hand nehmen. Das ist wirklich wichtig, weil Rechte, die wir einmal verloren haben, gibt uns keiner freiwillig zurück. Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass unser früher Gesundheitsminister ja ursprünglich mal Pharma-Lobbyist gewesen ist, das heißt die Interessen der Pharmaindustrie vertreten hat, ist jeder aufgefordert, misstrauisch zu sein. Man muss vielleicht dem Staat nicht per se immer misstrauen, aber ein gesundes, waches Misstrauen gegenüber jeglichen Institutionen, gegenüber Ärzten, gegenüber jedem, der mit meinen Daten oder mit mir zu tun hat, ist, glaube ich, einfach eine gewisse Lebensweisheit, die unsere Großeltern schon hatten und die wir ein bisschen verloren haben, weil wir uns daran gewohnt haben, dass der Staat schon für alles sorgt. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade in den letzten 2 Jahren gemerkt, dass der Staat sich nicht wirklich um die Bürger sorgt, sondern um ganz andere Dinge. Und da haben hoffentlich viele für sich das Lernerlebnis mitgenommen, zu sagen, so, jetzt kümmere ich mich wieder um mich selber,
Ich kümmere mich um meine Daten, ich kümmere mich um meine Gesundheit, ich versuche einen gesunden Lebensstil zu haben, dass ich möglichst wenig zum Arzt muss und insgesamt mehr wieder in die Eigenverantwortung gehen und es nicht so viel an andere Stellen und schon gar nicht an den Staat abzugeben. Und ja, das war jetzt fast auch schon mein Schlusswort. Eine Sache noch, die Klagepaten, wir sind spendenfinanziert. Wir freuen uns über jeden Beitrag, egal wie groß oder klein er ist. Denn natürlich, wir zwei sind jetzt ehrenamtlich da. Aber wir haben im Hintergrund Leute, die die Technik machen, die die Verwaltung machen, die müssen bezahlt werden. Und deswegen ganz kurzer Aufruf hier, wir freuen uns über Spenden. Und damit soll es heute schon gewesen sein. Lieber Jens, ich danke vielmals für dieses fantastische Gespräch. Ich war schon bei unserem Anwälte für Aufklärung-Treffen elektrisiert, wie ich deinen Vortrag gehört habe. Und ich hoffe, dass wir viele Zuhörer mit diesem Thema, das sich erstmal etwas trocken anhört oder etwas trocken ankommt, durchaus aufgeweckt haben und erreicht haben, dass sich jeder aktiv um seine eigenen Daten und um sich selber kümmert. Und in diesem Sinne freue ich mich nochmal, dich hier in der Sendung gehabt zu haben und sage jetzt allen, die uns draußen zugeschaut haben und auch dir, lieber Jens, einen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.